Hallo, wie geht's euch? So, ich wollte euch mal innerhalb so Minimum 3 Minuten bis Maximum 5 Minuten über meine Kamera reden. Nebenbei kriegt ihr hier, sehr wahrscheinlich hier, Bilder von der Kamera und natürlich, das wird auch sehr wahrscheinlich ein Thumbnail sein, einer von ihnen, Kamerashots. Werden hauptsächlich, das ist eine Canon M50 oder eine Canon EOS M50. Die hat, da habe ich wieder meine technischen Details für die nächsten 3 Videos. Neue Videoaufnahme Session habe ich. Das ist eine 24,1 Megapixel Kamera oder Kamera oder eine APS-C Sensorrohr. Habt ihr auch hier die technischen Details mit 10 Frames pro Sekunde, das heißt schnelle Reaktionszeit. Dickies 8, WLAN, NFC natürlich. 4K-Video bis zu 30 FPS, Full HD bis zu 60 FPS, das war mir und Simon wichtig gewesen, oder mir sehr wichtig gewesen, dass sie wenigstens 30 FPS kann. Bluetooth hat die natürlich, Dual Pixel COM AF, keine Ahnung was das ist, elektronische Suche, das heißt, er tut automatisch suchen. Ich brauche kaum was zu machen bei manchen Situationen. Und das ist auch das Objektiv. Ich habe noch mir ein Wechselobjektiv gekauft, dass ich auch Simon seine Objektive verwenden kann. Das ist so ein einfaches, weil der passt nur auf der Cam EOS EM Objektive drauf und ich kann hiermit dann auch EF Objektive verwenden oder als Simon seine Objektive. Simon kann ja nochmal in den Kommentaren richtig schreiben, wie die heißen. Richtig. Dann könnt ihr die Kommentare auch lesen. Und ich bin schlauer Fuchs. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt eine sehr gute Kamera. Es ist eine Vollformatkamera. Der Mount ist eine EFM-Mount. Und man kann das halt wechseln auf ein EF und ein EFS Objektiv oder Objektive. Es sind immer mehrere Objektive, die wir dabei haben. Und was soll ich sonst noch groß sagen? Die ISO kann man natürlich automatisch, wir machen das immer manuell. Es gibt dann viele technische Details bei der Kamera. Die kann Standzeit, wenn ich halt so Aufnahmen mache oder Let's Plays mache, kann die nur maximum 30 Minuten einfach so Bildschirm an sein. Sonst geht die halt immer wieder aus. Finde ich ein bisschen blöd. Kann man nicht deaktivieren. Habe ich schon alles geguckt, habe ich schon alles getestet. Simon, brauchst mir nichts zu sagen. Ich habe schon geguckt. Und kannst mir, glaube ich, steht sogar auf der offiziellen Seite von denen. Siehst du ja im Video. Ja. Und ja, was soll ich sonst noch so sagen? Die kann auch, soweit ich halt mal gelesen habe hier auf der Seite, kann die mobil live streamen. Das heißt, ich kann einfach so live gehen mit der, soweit ich halt mal gelesen habe, auf YouTube oder auf Twitch. Soweit ich halt mal gelesen habe, ich habe es aber nicht richtig verstanden. Und das ist in einer Reihe, nenne ich das mal. Es ist eine Canon-Reihe. Welche Canon-Reihe das ist, kein Plan, das ist glaube ich die EFM-Reihe, nenne ich das jetzt mal. Und hoffentlich gibt es da noch weitmals ein Video zu sehen, seine Kamera und seine Objektive und wie der richtig gut benutzt hat. Jetzt kommt erstmal die nächste Woche sehr wahrscheinlich ein Video über mein Handy. Und danach gibt es ein Video über meine Konsole. Wie ich das aufnehme, weiß ich noch nicht. Ob ich erst die Konsole aufnehme, halt meine aktuelle Konsole. Es kommen auch noch Videos zu meinen alten Konsolen.
werde ich aufnehmen, das sind schöne Schätzchen, gibt's da. Und freut euch einfach auf die nächsten Videos, so will ich sagen. Wie es zustande kommt, keine Ahnung. Und Marcel im Schnitt, vergesst nicht die Einblendungen. Und vergesst nicht, in Photoshop das Bild zu holen noch. Dir ein Bild zu holen. Ah, hast du ja nicht im Videoschnitt, glaube ich mal nicht. Du musst ja jetzt alles markieren, was so wichtig ist. Dann viel Spaß und bye!